Telefonzelle. Und so wie es aussieht, ist die Frau erwürgt worden. Würgemale am Hals, einen Schuh hat man hier gefunden und die Handtasche da. Wollte sie telefonieren? Ja, das sieht so aus. Na, kann ich mal den Ausweis sehen? Gisela Trabur, geborene Schöne. Trabur? Trabur ist ein ungewöhnlicher Name. Vielleicht finden wir ihn im Telefonbuch. Ja. Also von den Leuten in den Häusern hier hat niemand was gesehen oder gehört. Unten sind zum Teil nur Büros und die Schlafzimmer liegen alle nach hinten. Gut, ich danke dir, Willi. Vielen Dank. Es gibt nur einen Trabur, Dr. Georg Trabur. Es läutet. Geht keiner ran. Wart noch mal. Ja, spreche ich mit Dr. Trabur? Ja, das tun Sie. Mit wem spreche ich? Kriminalpolizei, Klein. Sagen Sie, ist Ihnen Gisela Trabur bekannt, geborene Schöner? Das ist meine Schwiegertochter, aber die ist hier nicht zu erreichen. Das heißt, wissen Sie, wie spät es ist? Ja, ich weiß, es tut mir leid, aber ich habe schlechte Nachrichten für Sie. Ihre Schwiegertochter ist ermordet worden. Auf einer Telefonzelle in der Hausensteinstraße. Sprechen Sie weiter. Sagen Sie, könnte ich Ihren Sohn sprechen oder wissen Sie, wie ich ihn erreichen kann? Der wohnt in der Georgenstraße, Georgenstraße 10. Also, wenn Sie jetzt dahin fahren, bin ich in 20 Minuten auch da. Ist gut. Meine Frau ist tot. Ja. Kommen Sie rein. Mein Vater hat mich angerufen. Sie sind eine Geheimnummer? Sie stehen nicht im Telefonbuch. Doch. Doch, doch. Und das Schöne, der Name meiner Frau. Es ist Ihre Wohnung. Wollen Sie mir sagen, wie es passiert ist? Ja, natürlich. Ihre Frau ist aller Wahrscheinlichkeit nach erwürgt worden. Vor einer Telefonzelle. Am Herzogpark. Erwürgt? Ja. Sie wurde erwürgt. Wo waren Sie am Abend? Ich? Ich habe gearbeitet. Als mein Vater mich anrief, saß ich hier am Schreibtisch. Wann hat Ihre Frau die Wohnung verlassen? Am Abend. So gegen 7. Halb 8. Wohin? Zu wem? Ich weiß es nicht. War sie mit jemandem verabredet? Ich weiß es nicht. Ja, Ihre Frau sagt Ihnen nicht, wohin sie geht? Doch. Manchmal. Aber nicht immer. Vielleicht auch, weil ich nicht danach frage. Nicht mehr. Vielleicht ist sie zu einer Freundin, zu Inge. Inge Förster. Haben Sie zufällig die Telefonnummer? Ja, natürlich. Warten Sie. Warten Sie, ich... Ich hab hier Ihre Nummer. Ich schreibe sie Ihnen auf. Kann natürlich durchaus sein, dass sie dort gar nicht gewesen ist. Sie ist der Gila. Er hat einen großen Bekanntenkreis und es sind Leute dabei, die ich nicht kenne. Nicht kennenlernen. Nicht kennenlernen will. Meldet sich niemand. Guten Abend. Guten Abend, Dr. Trabur. Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Ich danke Ihnen. Was hast du erzählt? Hast du von deiner Ehe gesprochen? Also darüber muss gesprochen werden. Ganz offen. Gisela, seine Frau, war eine schöne Frau. Eine besonders schöne Frau.
Schon mal verheiratet, schon mal geschieden und mit einer Unmenge von Freunden, wie man sie in Kreisen hat, in denen man nur auf Lebensgenuss aus ist, beziehungsweise auf das, was man in diesen Kreisen unter Lebensgenuss versteht. Mein Sohn hat das nicht erkannt. Er hat geglaubt, dass sie sich durch die Ehe mit ihm ändern würde. Sie hat sich nicht geändert. Ist das richtig, was ich sage? Ob das richtig ist, was ich sage? Was ich sage, ist richtig. Seine Frau ist ihre eigenen Wege gegangen. Wann und wie sie wollte. Ja, aber hat das nicht zu Auseinandersetzungen geführt? Nein. Nein, nein, ich kenne meinen Sohn. Er mag darunter gelitten haben, aber Gewalttätigkeit ist nicht seine Sache. Er gehört zu denen, die es, fast möchte ich sagen, genießen zu leiden. Jedenfalls wehrt er sich nicht dagegen. Wo warst du zur Mordzeit? Ich habe gearbeitet. Wofür es vermutlich keine Zeugen gibt. Kennst du die Hausensteinstraße? Nein. Ja, könnte es sein, dass da irgendwelche Bekannte von Ihrer Frau wohnen? Sagten Sie nicht, Sie fanden sie vor einer Telefonzelle? Ja, das ist richtig. Nach den bisherigen Ermittlungen steht fest, dass sie vor ihrem Verfolger davongelaufen ist und der hat sie dann kurz vor der Telefonzelle umgebracht. Sie ist in Angst gestorben. In Todesangst. Ich weiß nichts. In Ordnung, mein Junge. In Ordnung. Ich nehme dich mit. Hier ist nicht mehr dein Zuhause. Hast du noch den Zettel mit der Nummer von dieser Inge Förster? Ja, ja. Lass doch mal durchrufen, vielleicht ist sie jetzt zu Hause. Zentrale für Wagen 17. Gib mir doch mal die Nummer 642-1595. Zum Mithören, okay? Keine Antwort bis jetzt. Vielleicht haben wir Glück und sie frühstückt wenigstens zu Hause. Frau Inge Förster? Ja. Kriminalpolizei. Ja, bitte, kommen Sie rein. Danke. Ich habe Sie schon erwartet. Was, Sie haben uns schon erwartet, sagen Sie? Albert Gilasmann, bitte. Hat mich heute Morgen angerufen und mir alles erzählt. Wissen Sie, Tod ist sowieso etwas Unvorstellbares für mich. Und Gila tot. Das kann ich mir nun ganz einfach überhaupt nicht vorstellen. Wissen Sie, wo Sie gestern Abend waren? Das hat Albert mich auch gefragt. Ich habe keine Ahnung. Sonst begegnen wir uns ja sehr häufig, nachts, auf irgendeiner Party, aber gestern nein. Sagen Sie, ist Ihnen die Hausensteinstraße ein Begriff? Ja, ich weiß, wo sie liegt. Da irgendwo beim Herzogpark, ist das richtig? Ja, das ist richtig. Also, Sie haben Frau Tabor gestern Abend nicht gesehen und Sie wissen auch gar nicht, wo sie gewesen ist. Nein, wirklich nicht. Tut mir leid. Aber ich meine, Sie kennen doch die Verhältnisse. Also, in der Ehe von der Frau Tabor, da stand es ja nicht gerade zum Besten. In welcher Ehe steht es denn schon zum Besten? Eine Ehe, in der es nicht zum Besten steht, ist doch eine ganz normale Ehe, oder? Na, dann finden Sie es wahrscheinlich auch ganz normal, dass eine Frau abends rausgeht, ohne dass ihr Mann weiß, wohin. Mein Gott, Gila war eben eine sehr selbstständige Frau und ganz bestimmt nicht konservativ. Sie war eine wundervolle Person, voller Gutmütigkeit, Freundlichkeit,
voller Fantasie. Sie kannte keine Missgunst, keinen Hass, keinen Streit. Sie mochte alle Leute. Und alle Leute mochten sie. Sie hatte Beziehungen zu anderen Männern, ja. Aber die Sache selbst, die ihnen vielleicht so viel Kopfschmerzen bereitet, die war ja nicht so wichtig. Ja, nehmen wir es doch beim Namen. Sie hat ihren Mann betrogen, ne? Aber wenn Sie das nur so sehen, dann haben Sie diese Frau nicht begriffen. Ja, wahrscheinlich. Was halten Sie eigentlich von Ihrem Mann? Doch, er hat einen guten Kern. Ist ein guter Junge. Aber nichts drumherum. Und Sie? Ich meine, sind Sie verheiratet? In meiner Ehe stand es auch nicht zum Besten. Deshalb hielt es mein Mann für richtig, sie aufzulösen. Ja, und wovon leben Sie? Entschuldigen Sie bitte. Ja, er bezahlt. Aber keine Sorge, es macht ihm nichts aus, zu bezahlen. Die Verpflichtung, die er mir gegenüber hat, ist ihm gar nicht so unangenehm. Mit anderen Worten, er schreibt mich ab. Wollen Sie nicht an die Tür gehen? Guten Tag, Sie kennen mich nicht. Ich bin Dr. Trabur. Darf ich hier bitte rein? Ja, ja, bitte, kommen Sie rein. Dankeschön. Ich habe Besuch. Guten Morgen, Dr. Trabur. Guten Morgen. Ja, ich sehe, Sie haben Besuch. Ich will dann auch nicht weiter stören. Aber Sie stören ja gar nicht. Was für ein Anliegen haben Sie? Ich habe gehört, dass Frau Förster, also dass sie eine Freundin meiner Schwiegertochter ist. Und da wollte ich Sie fragen, ob sie weiß, wo meine Schwiegertochter letzte Nacht war. Sie weiß es nicht. Sie hat es bereits ihrem Sohn gesagt und uns ebenfalls. Womit sich mein Besuch erübrigt. Ich bitte um Entschuldigung. Doktor, was veranlasst Sie eigentlich, Detektiv zu spielen und eigene Nachforschungen anzustellen? Mein Sohn hat diese Frau geliebt. Trotz allem geliebt. Und jetzt, wo sie tot ist, ermordet ist, jetzt macht er sich Vorwürfe, dass er sich vielleicht zu wenig um sie gekümmert hat, dass er versagt hat als Mensch. Als Mann. Der Junge ist fertig. Verstehen Sie, der ist fix und fertig. Da wird dein Vater sich ja wohl noch um ihn kümmern dürfen. Ich kann Ihren Sohn leider nicht schonen. Ich habe den Mord an seiner Frau aufzuklären. Und ich muss Sie jetzt fragen, wo ist Ihr Sohn? Ich möchte ihn gerne sehen. Erlauben Sie uns, dass wir ihn nachfahren. Oder fahren Sie nicht nach Hause? Doch, doch, ja. Wenn Sie wollen. Wem gehören die beiden Fahrzeuge? Das ist der Wagen meines Sohnes Albert und das ist der Wagen meiner Frau. Ah ja. Hören Sie. Wenn Sie eine Frau sehen, wäre es gut, wenn Sie ihr mit Respekt begegnen würden. Wie bitte? Ich will damit sagen, sie legt größten Wert auf Formen. Oh ja, keine Sorge, wir können uns benehmen. Nein, so habe ich das nicht gemeint. Sie ist in gewisser Hinsicht ein sehr schwieriger Mensch. Polizisten mit? Ja, das sind die Beamten, die den Mord bearbeiten. In diesem Haus ist, solange es steht, noch nie ein Polizist gewesen. Ein Mordfall bringt nun mal Polizisten ins Haus. Warum in dieses? Hier ist niemand ermordet worden. Ist Ihr Sohn da?
Ja? Er bezieht sein altes Zimmer. Sagen Sie bitte, war Ihre Schwiegertochter öfter in diesem Haus? Einmal, wenn sie öfter hier war, nicht in meiner Anwesenheit. Und sie mochten sie nicht. Vielleicht informieren Sie sich mal, wer diese Dame war. Hast du nicht darüber gesprochen? Doch, das ist zur Sprache gekommen, ja. Was ist zur Sprache gekommen? Ja, dass sie keinen akzeptablen Lebenswandel führte. Keinen akzeptablen? Ist das nicht ausgesprochen worden, dass sie eine Hure war? Wolltest du dieses Wort vermeiden? Ist sie etwa keine Hure, nein? Ja, doch, man könnte es so nennen, ja. Was wollen Sie von meinem Sohn? Ja, wir hätten gern von den Freunden und Bekannten Ihrer Frau und von den Lokalen, die sie besuchte, Name, Adresse, Telefonnummer. Ich bin nicht mitgegangen und sie hat nie darüber gesprochen, weder über Lokale noch über Menschen. Bitte lassen Sie mich jetzt in Ruhe. Ich habe Ihnen doch alles gesagt. Darf ich Sie jetzt bitten, das Haus zu verlassen? Was höre ich? Kila ist ermordet worden? Das ist mein Sohn Harald. Tja, warum habt ihr nichts gesagt? Kein Mensch ruft mich an. Wer sind Sie denn? Polizei etwa? Albert, ja, was machst du denn hier? Er ist wieder hier eingezogen. Was? Du bist hier wieder eingezogen? Ich bin Oberinspektor Derrick, Mordkommission. Kommen Sie bitte mit ins Präsidium. Ja, Moment, ich habe damit nichts zu tun. Wenn Sie was zu fragen haben, dann können Sie das hier tun. Ja, das können wir schon. Wir wurden nur sehr höflich gebeten, das Haus zu verlassen. Und ich möchte Sie ebenso höflich bitten, mit uns zu kommen. Guten Tag. Um Gottes Willen, nein, keine Geschwister sonst. Wir sind zwei Brüder. Das reicht doch wohl. Nehmen Sie Platz. Ja, bitte. Ja, aufgewachsen in dem Haus, das Sie ja jetzt kennen. Ein Albtraum, der Kasten war's. Ja, naja, vielleicht ein wenig abweisend, kalt. In diesem Kasten habe ich meine sonnige Jugend verbracht. Schon als Kind war ich anderen versucht, wegzulaufen. Meine Eltern haben mich 7-mal vermisst melden müssen und 7-mal hat man mich zurückgebracht. In das Gefängnis. Hatte Ihr Bruder diese Schwierigkeiten nicht? Was das Haus angeht, wohl weniger, aber sonst. Er hat immer Schwierigkeiten. Mehr als ich. In jeder Hinsicht. Mhm. Können Sie mir mehr darüber sagen? Ja. Er hat keinen Rückgrat, keinen sehr festen Willen. Wenn er die Wahl hat zwischen zwei Dingen, dann geht er beiden aus dem Weg. Kann sich nicht entscheiden. Er ist immer auf der Flucht. Auf der Flucht? Vor was? Auf der Flucht vor der Wirklichkeit, dem Jetzt, dem Heute. Deshalb die Archäologie, deshalb Mexiko. In die Vergangenheit ist er geflüchtet, bis hin zu den Azteken. Ich verstehe. Auf dem Gebiet, da ist eine echte Koryphäe. Am liebsten würde er Tempel ausgraben in Yucatan, nur er tut es nicht. Sprechen wir doch mal von Ihrer Schwägerin. Gila? Wie hat sie Ihren Bruder kennengelernt? Bei mir, sie war mal meine Freundin. Freundin? Ja, wenn Sie wissen wollen, ob wir miteinander geschlafen haben, ja. Ja, natürlich. Und ob? Wir hatten eine tolle Zeit zusammen. Ja, für Gila war das nicht wichtig, ob sie mit jemandem schlief oder nicht. Wenn sie es tat, dann tat sie es in erster Linie für den anderen. So ungeheuer zärtlich. Zärtlichkeit selbst. Unfähig, irgendetwas Böses zu denken. Die war immer voll da. Jedem zugewandt. Ein Mensch ohne Deckung, ohne Schutzhülle. Als mein Bruder Gila kennenlernte, da,
Da war der wie vom Blitz getroffen. Völlig verändert, verrückt, überhaupt nicht mehr wiederzuerkennen. Ich saß mit Gilla in einem Lokal, als er reinkam, sie sah, auf sie zuging und sagte, wollen Sie mich heiraten? Ich dachte zuerst, er macht einen Scherz, aber Gilla hat es sofort erkannt. Diese totale Hinwendung an sie, an ihre Person. Ja, und innerhalb von 6 Wochen haben sie geheiratet. Haben Sie nicht versucht, Ihren Bruder davon abzuhalten? Ich habe Ihnen gesagt, was ihn erwartet. Dass sie das Wort Treue nicht kennt, von Haus aus nicht kennt. Er sagte, das ist mir egal, das halte ich aus. Wenn jemand liebt, so wie ich liebe, hält man alles aus. Er hat es nicht ausgehalten. Kennen Sie die Leute aus Ihrem Bekanntenkreis? Wer könnte Sie ermordet haben? Wenn ich wüsste, wer es getan hat, ich würde ihn umbringen. Sind Sie alles Freunde von der Gila? Ja, sicher. Wir reden natürlich über Sie. Hier in der Disco? Ja, mein Gott, können Sie sich denn Trauer nur mit Orgelmusik vorstellen? Darf ich denn erfahren, wer Sie sind und was Sie so machen? Das hier ist Oliver Schulz. Er ist Hobbyfotograf und hat hier in München die Fotoschule besucht und ist dann hängen geblieben. Ich habe Gila des Öfteren fotografiert. Das sind meine Fotos. Darf ich mal sehen? Ja, bitte. Ja, und das ist Norbert Gröber. Er kommt aus Augsburg. Ist einmal in der Woche beruflich in München. Und natürlich auch Gilas wegen. Einmal in der Woche darf er mir das Herz aufgehen, oder? Sagen Sie, kann ich die Fotos mitnehmen? Sie kriegen sie natürlich wieder. Ja, ja, natürlich. Was ist denn mit Ihnen? Das ist Eckart. Er kommt aus dem Ruhrgebiet und studiert hier. Gila hat ihm am Anfang geholfen, hier in München Fuß zu fassen. Was nicht so einfach ist. Aber sie hat es getan. Einfach so. Mich. Sie entschuldigen mich. Ihn hat es besonders getroffen. Wie hat er denn Gila kennengelernt? Gila konnte Menschen an sich binden, ohne Verpflichtung zu irgendwas. Verstehe. Sie verstehen nicht. Aber es ist nett, dass Sie sich Mühe geben. Der Engel von Schwabing. Tja, vielleicht war sie so eine Art Krankenschwester. Liebe auf Krankenschein. Moment mal, ist es nicht der Wagen des Sohnes? Natürlich, der stand vor Trabos Haus. Ja, genau, SW5712. Guten Tag, Herr Trabur. Guten Tag. Wir sprachen gerade über den Mord. Ja, ich habe Herrn Trabur, ich meine, Albert angerufen und ihm gesagt, wir müssen miteinander sprechen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ah, Sie wissen nicht, was Sie tun sollen? Nein. Gott sei Dank, dass ich das jetzt loswerde. Ich
Ich kenne Gila seit 6 Jahren. Sie hatte ein paar Angewohnheiten ganz persönlicher Art. Sie war Nymphomanin. Es gibt diesen Ausdruck, aber ich wäre nie darauf gekommen, diesen Ausdruck zu gebrauchen, auf Gila bezogen. So ein abwertender Ausdruck. So, als ob sie krank gewesen sei. Das war sie nicht. So, jetzt kommen Sie mal zur Sache. Ich bin bei der Sache. Nein, das sind Sie nicht. Das ist die Straße, in der Gisela Trabo ermordet wurde. Also kommen Sie bitte auf die Hausensteinstraße zu sprechen und auf das Atelier hier. Mein Atelier? Ja. Manchmal brauchte sie es. Hier ist ja abends kein Mensch. Manchmal rief sie mich an und fragte, ob sie den Schlüssel haben könnte. Verstehe, ja. Rief sie auch vorgestern an? Ja. So gegen 6 Uhr abends. Ich legte ihr den Schlüssel, bevor ich ging, in den Briefkasten. Hat sie gesagt, mit wem sie kommen würde? Nein, das sagte sie niemals. Das ist eine Sache der Diskretion. Als Sie am nächsten Tag das Atelier wieder betraten, fiel Ihnen da was auf? Wirkt es besonders unaufgeräumt? Ich meine, standen da Gläserraum, Flaschen, Geschirr? Nein, das war wie immer. So wie ich es verlassen habe. Keinerlei Spuren, wenn Sie das meinen. So, und jetzt erklären Sie mir mal, warum Sie Herrn Trabo sprechen wollten und nicht umgekehrt, er Sie. Sie sind gut. Ich lese in der Zeitung, dass Gila ermordet worden ist, in meiner Straße. Ich war doch wie vor den Kopf geschlagen. Warum sind Sie nicht zur Polizei gegangen? Sie hat, darüber wollte ich ja gerade mit Herrn Trabo, ich meine, mit Albert sprechen. 2 Tage nach dem Mord? Ich habe 2 Tage überlegt, ob ich mit meinem Atelier ins Gerede kommen will. Das ist eine Existenzfrage für einen Mann wie mich. Ach, Existenzfrage. Ja. So, jetzt schauen Sie mal. Dort wurde sie gefunden, kaum 30 Meter von diesem Haus entfernt. Sie war gerannt. Sie war um ihr Leben gerannt. Und hier gegenüber von ihrem Haus hat man einen Schuh von ihr gefunden. Und etwas weiter ihre Handtasche. Herr Trabur? Kannten Sie dieses Atelier hier und seinen Zweck? Antworten Sie bitte. Ja. Waren Sie selbst auch schon mal hier? Doch, ja. Einmal. Ich habe ein Tour durch Gila kennengelernt. So, und jetzt werde ich Ihnen sagen, Herr Trabur, wie ich den Ablauf der Tat sehe. Es ist 8 Uhr abends, Ihre Frau trifft sich mit ihrem Liebhaber hier in diesem Atelier. Ihren Mörder? Nein, der Liebhaber ist ja nicht der Mörder. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass der Liebhaber der Mörder ist. Gegen 10 Uhr verlässt sie dieses Atelier. Sie kommt aus dem Haus heraus, in Begleitung doch wahrscheinlich des besagten Liebhabers. Und draußen erwartet ihr Mörder. Er stürzt sich auf sie. Sie rennt davon. Sie rennt um ihr Leben. Sie verliert ihren Schuh. Sie verliert ihre Tasche. Und kurz vor der Telefonzelle, Herr Trabur, da verliert sie auch noch ihr Leben. Wissen Sie, zu welcher Schlussfolgerung man kommen muss? Wenn der Liebhaber nicht der Mörder ist, so ist er auf jeden Fall der Zeuge, Herr Trabur, den es also gibt und der bis jetzt schweigt. Darf ich jetzt gehen? Nein, Sie dürfen nicht. Als wir uns das erste Mal sahen in der Wohnung Ihrer Frau, da wurden Sie gefragt, ob Sie die Hausensteinstraße kennen. Ihr Vater fragte Sie übrigens auch und Sie sagten nein. Wollen Sie mir bitte mal erklären, warum Sie damals die Unwahrheit gesagt haben? Ich hatte Angst vor der Blamage, wenn es herauskommt, dass dies hier Ihr Liebesnest ist. Ich kann es nicht ertragen, wenn Leute mit Fingern auf mich zeigen. Ich kann so nicht leben. Ich will so nicht leben. Darf ich jetzt gehen? Bitte. Ja, Sie dürfen. Herr Trabur, können Sie noch Auto fahren? Ruf mir ein Taxi. Die Leute, die du da in diesem Nachtclub kennengelernt hast, die möchte ich eigentlich alle gerne mal sehen. Weißt du? Alle. Nimm doch zum Beispiel mal diesen Mann aus Augsburg da. Warum sollte er nicht der letzte Liebhaber gewesen sein, der Mordzeuge? Ja, gut. Und der Mörder? Hm, vielleicht einer aus der Gruppe, der eifersüchtig auf ihn war. Könnte es auch die Inge Förster gewesen sein.
aus Eifersucht auf die Rivalin. Ich werde noch mal ihr Alibi überprüfen. Ja, gut, mach das. Ich nehme mir noch mal den jungen Trabo vor. Du pass auf, der glaubt, du willst ihn fertig machen. Ich suche den Mörder seiner Frau. Er sagt, er hat am Schreibtisch gesessen. Müssen wir ihm das glauben? Sie schon wieder hier? Haben Sie den Mörder? Nein, aber was machen Sie in dem Haus, dass Sie nicht ausstehen können? Meine Einstellung zu diesem Haus hat sich nicht geändert. Ich sorge mich um meinen Bruder. Kennen Sie das Schneider-Atelier Tour? Ich habe gerade gehört, was es damit auf sich hat. Ja. Kennen Sie Tour persönlich? Nein, aber als Schneider taugt er wohl nicht viel und ist deswegen angewiesen auf Nebeneinkünfte. Oder meinen Sie nicht, dass er Geld genommen hat? Von den Liebhabern? Ja. Ich muss jetzt gehen, die Arbeit ruft. Mein Bruder hat sie schon gesehen. Wiedersehen. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, was? Und wenn er auch die Wahrheit spricht. Ich möchte mich nur mit Ihnen unterhalten, der nicht. Denn ins Totenland werden die Schönen getragen. Ins Laken des Todes gewickelt zu werden, das ist das Glück. Altindianische Weisheit. Man hatte damals ein anderes Verhältnis zum Tode. Ja, was für eins. Interessiert Sie das wirklich? Oh ja. Ja, Sie haben ja ständig mit dem Tod zu tun. Nun, der Tod heute ist ein Unglück. Er reißt den Menschen aus seinem Leben, das zwar nicht viel taugt, aber das er nicht gern vorzeitig beendet. Die Azteken sahen das anders. Sie fühlten sich mit der Ewigkeit verbunden. Sie hatten ein Gefühl für den Lebenshintergrund. Sie opferten ihr eigenes Leben in tiefster Demut für den Weiterbestand der Welt. Das hier. Das sind Grabbeigaben. Sie huldigen den Göttern. Und vor allem die Jaguare. Sie kennen den Frieden nicht und nicht die Liebe. Aber sie helfen den Lebenden. So sahen die Azteken den Urkonflikt in der Welt. Was meinen Sie? Werden die Jaguare gewinnen? Haben sie vielleicht schon gewonnen? Guten Tag, Herr Trabur. Guten Tag. Polizei im Haus? Warum erfahre ich dafür nichts? Weswegen sind Sie hier? Haben Sie Ihrem Vater nichts von diesem Schneider-Atelier erzählt? Schneider-Atelier? Man hat den Ort gefunden, Vater, an dem Gila sich mit ihrem Liebhaber getroffen hat. Mhm. Da muss man ihn gratulieren. Irgendwas dabei rausgekommen? Nein, der Schneider beteuert, er wisse nicht, mit wem ihre Schwiegertochter nachts im Atelier war. Er habe lediglich den Schlüssel in den Briefkasten gelegt. Glauben Sie dem Mann? Ja, noch gibt es keinen Grund, ihm nicht zu glauben, nicht? Ist Ihre Frau nicht zu Hause? Doch, der Masseur ist bei ihr. Ich habe das Vergnügen gestern Nachmittag. Wollen Sie was trinken? Ja, warum nicht? Whisky? Ein Soda wäre mir um diese Zeit lieber.
Polizei nochmal. Es gibt nichts Neues, wenigstens nichts Wichtiges Neues, nur, dass der Ort gefunden wurde. Welcher Ort? Der Ort, das Haus, in dem sie gewesen ist, in besagter Nacht. Ein Schneideratelier. Kennen Sie es? Die Absteiger, also. Danke, Eddie, danke. Guten Tag. Ein Schneideratelier, also. Betrog sie meinen Sohn? Wissen Sie, dass ich für meinen Sohn gebetet habe? Gebetet. Aber nun brauche ich ja nicht mehr auf den Knien zu liegen. Die Last ist von mir genommen. Meine Nächte sind wieder ruhig und erfüllt von Glück, da ich meinen Sohn wieder unter diesem Dach weiß. Sie verstehen, wenn ich mich zurückziehe. Nach dem Massieren bin ich immer sehr müde und pflege mich hinzulegen. Schade, ich hätte Ihnen gerne noch länger zugehört. Hätten Sie? Dann kommen Sie doch heute zum Cocktail. Um 5 Uhr, wenn ich bitten darf. Sehr gerne. Eine bemerkenswerte Frau. Bemerkenswert. Soll ich noch was sagen? In diesem Hause hat Moses die Gesetzestafeln versteckt. Vielleicht kniet sie drauf, wenn sie betet. Ja, wie war denn nun das Verhältnis der beiden Freundinnen zueinander? Gisela Schöner, Inge Förster. Hatten sie manchmal Streit? Davon habe ich nie etwas gemerkt. Sie kannten auch Inge Förster näher? Ja, aber das war vorher. Gila war eine ganz andere Frau. Ja, ich weiß, sie konnte Menschen verändern. Richtig. Sie hat einen anderen Menschen aus mir gemacht. Den es aber nicht stört, dass sie diese Erfolge auch noch bei anderen Männern verbucht. Nein, das wusste ich ja. Ja, wussten Sie auch, dass der junge Student Eckhardt, dass der spurlos verschwunden ist? Ja, seit gestern Nacht auf und davon. Nein, das wusste ich nicht. Aber das besagt sicher nichts. Eckhardt. Nein, niemals. Danke. Sie können gehen. Ja, wir kommen einfach nicht vorwärts. Dabei bin ich sicher, wir sind ganz nah dran. So, also ich gehe jetzt was essen. Kommst du mit? Nein, lass mich nur hier. Ich schaue noch mal bei der Inge Förster vorbei. Ich meine, dass die gute Nachts nicht zu erreichen ist, das ist ja zu verstehen, aber tagsüber? Ja, macht es. Ich glaube auch, die weiß mehr als alle anderen. Ach Gott, haben Sie mich erschreckt. Das tut mir leid. Wollen Sie zu mir? Wenn Sie einen Moment Zeit haben. Ja. Ich wollte nur wissen, warum Gila Traube ermordet wurde. Und Sie wissen es. Ich? Wieso ich? Ich habe Ihnen doch gesagt, sie war der liebenswürdigste Mensch, den ich kenne. Trotzdem. Ich habe ihr gar nichts gesagt. Dass jemand Sie so hassen konnte, war ja sicher fremd. Sie hat bestimmt gewusst, warum sie ermordet wurde, bevor sie starb. Soll ich für Sie abnehmen? Nein, nein, lassen Sie nur. Es wird schon wieder aufhören. Es hört aber nicht auf. Hallo? Aber nein. Nein, wirklich nicht. Sie brauchen keine Angst zu haben. Okay. Wir waren am Apparat. Niemand? Also gut, ein Bekannter. Also für mich hat sich das angehört, als hätten Sie mit dem Mörder telefoniert. Wie kommen Sie denn darauf? Sagen Sie, Sie wissen nicht zufällig, wo Eckhardt, der junge Student, abgeblieben ist?
Der ist nämlich plötzlich verschwunden. Verschwunden? Keine Ahnung, warum sollte er denn verschwinden? Tja, das wollte ich ja gerade von Ihnen wissen. Es gibt nämlich vier Personen, die sich gegenseitig ein Alibi gegeben haben. Und jetzt sind es nur noch drei. Ach, und Sie wollen damit sagen... Ich will damit sagen, verlassen Sie Ihre Wohnung nicht. Es kann nämlich sein, dass wir Sie ins Präsidium bitten müssen. Guten Tag. Ihr Schlüssel. Hast du gehört? Die suchen dich. Der war schon mal hier. Ich habe ihn durch einen Spion gesehen. Da habe ich mich versteckt. Das war auch gut so. Ich bin mit Ihrer Mutter verabredet. Wo ist sie? Danke. Ah, der Herr Polizist. Sie sind pünktlich, das habe ich gern. Was wollen Sie trinken, bitte? Bedienen Sie sich. Sie waren heute Morgen etwas konsterniert, stimmt's? Die Welt der Polizist ist aus den Fugen. Wir alle sind Passagiere auf einem Schiff, das die Leuchtfeuer nicht beachtet. Der Teufel ist an Bord und gibt ein Fest. Ein Fest, das immerwährenden Genuss verspricht. Es gibt keinen immerwährenden Genuss. Ihn zu suchen, ist ein großer Fehler. Es tut vielleicht dem Körper gut. Aber nicht der Seele. Irritiere ich Sie wieder? Nein, sprechen Sie weiter. Das ist meine Überzeugung, seit meiner frühesten Jugend. Als Kind besuchte ich einmal meinen Vater, den ich sehr liebte, im Büro. Ich sah ihn nackt mit seiner Sekretärin. Der Teufel hatte von seiner Seele Besitz ergriffen. Ich wurde von einem Tag auf den anderen krank. Was sagen Sie dazu? Ihr Vater hätte die Tür abschließen sollen. Die Geschichte macht keinen Eindruck auf Sie. Ich sehe darin keinen Weltuntergang. Ich habe ihn bestraft. Ich habe kein Wort mehr mit ihm gesprochen. Kein Wort? Nein, kein Wort. Kein Wort. Wie nicht guten Morgen, nicht gute Nacht? Nein, nicht guten Morgen, nicht gute Nacht. Und wie hat Ihr Vater reagiert? Erst hat er mich geschlagen, dann hat er mich angefleht, gebettelt. Sprich doch endlich wieder mit mir. Aber ich konnte nicht. Ich konnte nicht. Vielleicht ist er deshalb so früh gestorben. Ja. Man könnte sagen, Sie haben einen Mord begangen. Ein Mord? Ich habe etwas wiederhergestellt. Ich habe die Ordnung wiederhergestellt. Schon fertig, Eddie? Ja. Bis morgen dann. Bis morgen. Lassen Sie sich jeden Tag massieren? Ja, wir kennen Eddie schon sehr lange. Er gehört zur Familie. Polizist ist noch da. Warum erschrickst du? Danke. Komm rein, mach dir deinen Drink. Mein Mann braucht jeden Tag seinen Drink, obwohl der Arzt ihm Alkohol verboten hat.
Aber er ist zu schwach. Er ist zu schwach. Er ist zu schwach. Oh, Verzeihung, ich hatte Ihnen auch einen. Nein, ich muss jetzt gehen, leider. Aber ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Bringst du den Herrn zur Tür? Das wird nicht nötig sein, ich finde mich allein zurecht. Denken Sie immer noch nach über die Jaguare? Wer ist denn hier im Haus der Jaguar? Ihre Mutter, nicht wahr? Wenn Sie so wollen. War der Mörder Ihrer Frau auch ein Jaguar? Das fragen Sie mich? Ja. Denn Sie wissen, wer der Mörder Ihrer Sie wissen es und Inge Förster weiß es und eine Menge andere Leute auch. Aber sie schweigen. Nur, ihr Schweigen wird ihnen nicht helfen. Der Masseur. Der Mann ist ein bisschen schlicht. Hm? Also, seine Kraft, die hat er nicht im Verstand, die... Ja, hat sie in den Händen. Herr Stefan, verrenn dich nicht. Ich meine, wie sollte sowas vor sich gegangen sein? Ja, darüber denke ich ja gerade nach. Warte mal. Also, nehmen wir jetzt mal an, Frau Trabur ruft ihren Masseur zu sich, so gegen 9 Uhr. Mordabsicht besteht. Der Masseur fährt sie in die Hausensteinstraße? Gisela Trabur kommt aus dem Haus mit ihrem Liebhaber. Und der passt nicht rein in die Geschichte. Verflucht nochmal. Ja, hallo, Trabur. Nein, Harald am Apparat. Zu Ihnen ins Präsidium. Ja, wann denn? Jetzt? Mein Vater. Der ist nicht zu Hause, der müsste aber jeden Moment hier sein. Soll ich einen Zettel hinlegen? Ja gut, mache ich. Ja, wir kommen beide. Beide. Es ist soweit. Die Polizei, wir sollen kommen. Vor einer Woche wusste ich, dass ich dieses Leben nicht mehr aushalten würde. Ich sprach darüber mit meiner Mutter. Sie sagte, sie werde mir helfen, diesen Zustand zu beenden. Sie sagte, dein Vater wird mit dieser Person reden. Sie werden eine saubere Trennung vereinbaren. Kümmere dich um nichts. Soll ich weiter erzählen? Nein, lass! Mein Vater telefonierte mit Gila und Gila schlug dieses Atelier vor. Wusste sie, was ihr Vater mit ihr besprechen wollte? Er hat es ihr gesagt. Darüber hat sie nur gelacht. Wann war Ihr Vater bei ihr? Um 8 Uhr abends. Was geschah dann? Tja, wir waren nicht dabei. Ich meine auch, wir haben kein Recht, darüber zu reden. Wieso nicht? Herr Heim! Was hat er gesagt? Was? Wir haben eine Aussage gemacht, Vater. Dass du dich mit Gila 8 Uhr abends verabredet hattest und auch pünktlich da warst. Mehr habt ihr nicht gesagt? Mehr haben wir nicht gesagt. Wir wollen es dir überlassen, hier zu reden und mit deinen Worten. Ich bitte, ohne meine Söhne reden zu dürfen. Bitte. Gehen Sie ins Nebenzimmer. Als ich kam, stand Gila vor dem Haus. Sie hatte mich erwartet.
Ich war gekommen, über eine Scheidung zu sprechen, über Dinge, die sehr unangenehm sein würden. Aber sie holte zwei Gläser und schenkte Whisky ein. Ich sagte, Kind, hast du nicht begriffen, weshalb ich gekommen bin? Sie sagte, ja, du hast es mir gesagt, aber ich habe deiner Stimme angehört, dass du dich nicht wohlfühlst. Also brauchst du etwas zu trinken. Sie haben sie nicht gekannt. Lächeln. Die Art, wie sie lächelte, wissen Sie, sie log nicht. Mit diesem Lächeln verwandelte sie alles. Ich wollte meinen Auftrag erledigen, von Geld sprechen, von Abfindung. Ich sagte, ich habe da etwas aufgesetzt, du kannst es durchlesen, kannst es mit deinem Anwalt besprechen, aber sie wollte es gar nicht sehen. Sie wollte mit mir über die Scheidung gar nicht sprechen. Sie ließ mich Whisky trinken, stellte Musik an, bewegte sich durch den Raum. Es entstand eine ganz merkwürdige Stimmung. Kam auf mich zu. Sie setzte sich aufreizend. Zuerst flüchtig, dann intensiver. Und ich dachte, warum tut sie das? Das tut sie doch nicht, um mich schwach zu machen. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich Mittelpunkt einer solchen Bemühung war. Allein auf mich gerichtet, mit dem Ziel, meinen Widerstand zu machen. Und das war kein großes Kunststück. Ich bin nicht verwöhnt mit Zärtlichkeit und Liebe. Es war etwas ganz und gar Neues für mich. Ja, ja, es war ihre Absicht, mich zu verführen, mich mit meinen Papieren und meinem Auftrag sitzen zu lassen, aber zugleich war es mehr als das. Es war, als wollte sie mir etwas geben, das wir in unserem Haus nie kennengelernt hatten. Ja, dann brachte sie mich nach draußen, ich sollte sie nach Hause fahren. Sie hackte sich bei mir ein. Wir gingen zu meinem Wagen, der drüben auf der anderen Straßenseite stand. Ich machte die Tür auf. Sie umarmte mich, küsste mich. Und plötzlich erschrak sie. Ich drehte mich um. Und da sah auch ich meine Frau. Krings hatte sie hergefahren. Krings, der Masseur. Wir hatten auf den Wagen gar nicht geachtet, sie saßen und gewartet hatten auf Gila, auf mich. Ich ging über die Straße zu dem Wagen, ich wollte zu meiner Frau. Krings stieg aus, Gila stand noch an meinem Wagen. Da kurbelte meine Frau das Fenster herunter und fragte mich. Hast du mit ihr geschlafen? Hast du mit ihr geschlafen? Gila musste das gehört haben. Ich konnte nicht antworten. Und da sagte meine Frau zu Krings. Eddie. Eddie. Bring sie um. Bring sie um. Eddie ging auf Gila zu. Gila lief los. Sie rannte um ihr Leben. Eddie war schneller. Er packte sie.
Alles andere wissen Sie.